Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir sind hier noch mit unserem Top Fun Auto unterwegs. Wir haben ja in der letzten Folge das Hochhaus, das wir gerade noch rechts gesehen, links gesehen, in die Luft gejagt. Und ja, das war mal so die erste, ein bisschen knifflige Mission gewesen. Schwierig ist sie ja eigentlich nicht, aber die Steuerung ist einfach recht beschadet, sage ich jetzt mal. Und wir gehen jetzt mal in dieser Folge, gehen wir jetzt mal zu der Telefonzelle, machen wir mal die Mission. Nicht mehr wundern, was jetzt kommt dort. Ich weiss, ich habe noch eins gesagt, wir suchen dann mal noch die Figuren, also da die Päckchen oder was das hätte sein. Okay. Eine weitere Rolle bitte. Die Päckchen habe ich auch mal gesagt. Ich glaube sogar da, ist nicht, haben wir das schon geholt, echt? Ich meine, hinter dem rechts das Hochhaus, da ist doch eins, habe ich gemeint. Sorry, Lady. Ah, mal schauen. Wir gehen schon mal kurz schauen. Ich habe gemeint, hier hinter dem Hochhaus ist noch eins. Oh, what the f... Was ist denn das? Ein Zünder? Granate? Okay. Ich habe mal gemeint, hier irgendwo ist auch noch so einer. Aber da habe ich mich getäuscht. Und wir sollten mal andere Kleider wieder anlegen, Mann. Also vor allem die normalen Kleider. Ich laufe immer noch mit den Golfkleidern rum. Das sieht recht scheiße aus langsam. Ja, wir machen jetzt mal die nächste Mission noch. Und falls wir dann mal einen bei unserem Unterschlupf vorbeifahren, dann würde ich sagen, wir müssen schon wieder umziehen. Auf unser Hawaii-Hömmli oder was das jetzt sein. Alter, das haben wir 5 HP abgezogen, von dieser Mauer runterzukumpen. Okay. So, dann gehen wir mal das Telefon da. My compliments on a job well done, Mr. Thiel. My client was very pleased. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Alter, wieso tönt der Wind, Schweizer? Your next job is take on the phone. Schalte sie aus. Es muss aussehen wie ein Autounfall. Ah, okay. Ich brauche das Auto. Ich brauche das Auto. Darf ich mal schnell rein da? Danke. Oh Gott, ey, wie die läuft. Und hauptsächlich schickt sie auf der Beifahrerseite ein und fährt dann nachher. What the fuck? So. Also ich muss sie rammen, hä? Es muss aussehen wie ein Auto umfahren. Kollege, so sieht ja nie ein Autounfall aus, oder? Also ich darf einfach nicht schiessen, so wie ich es verstanden habe. Oh, shit, scheiße. Der kann auch nicht streifen. Oh, da wird es ein bisschen schwierig werden, die zu dutschen. Aber könnte schon gehen. Ja, wir haben es gut dran, wir haben es schon die Hälfte drin. Ein richtiger Touch noch. Und dann haben wir sie dann mal plötzlich. Fährt sie rauf? Fährt sie durch? Ah ja, über die Brücke rein. Alles klar. Oh, da hat ihr recht viel abgezogen. Das hat ihr recht Schaden gemacht. Oh, nur noch ein bisschen! Ein Stütz und dann ist sie weg! Ja. Dann haben wir die Mission auch schon wieder geschafft. Nice. Und wir sind jetzt relativ nahe bei unserem Speicherort vorne. Darum würde ich mal sagen, wir gehen das kurz anders anlegen. Dass wir wieder anständige Kleider haben und nicht mit den Golfklamotten die ganze Zeit rumlatschen. Da vorne links dann und dann nachher sind wir praktisch dort. Was ist denn da passiert? Und dann gehen wir nachher wieder zum D, zum Dias. Ich weiß nicht, wie der heißt. Dias, glaube ich, oder? Voll nicht sicher, wie nice. Oh, schönes Auto da.
So. Ist das eigentlich unser Auto da, dass es immer da steht? Was? Was hat sie gesagt? Alter, das habe ich gar nicht verstanden jetzt. Ach, scheiße, können wir da nur speichern? Hey, wie kann man Kleider wechseln? Kann man Kleider da innen wechseln? Optionen? Spieler-Skin-Setup? Ah, da kannst du einfach Skin einbauen, okay. Hä, wo kann man Kleider wechseln? Kann man Kleider nur in einem Kleidershop wechseln? Also noch keinen Kleiderschrank gegeben? Eben, ich merke, ich habe das Game noch nie gespielt. Also noch nie gespielt. Ich spiele es jetzt, aber... Hä? Ah, jetzt können wir da auf... Ah, das ist der Dias. Doch, das ist der Dias. He. Aber wie kann ich Kleider wechseln? Doch, das muss doch da innen gehen. Ich meine, das ist ja unser Dings. Das erste Mal habe ich hier oben meine Mission starten. Wo komme ich da her? Einfach in die Zimmerruhe. Das ist doch mein Hotelzimmer. Ah, eben doch, da. Straße. Eben, das ist doch mein Hotelzimmer, hä? Ja, guck mal, haben wir gedacht, irgendwelche Anspielungen oder auch, wobei vor GTA ist halt nur GTA-Dings rausgekommen. Kann ich sagen, GTA 3. Schon wollte Vice City sagen, für sie mir in Vice City. Da hat es einen CJ noch nicht gegeben. Easy, so, jetzt haben wir wieder anständige Kleider an, weil das Golfzeug hat mich langsam ein bisschen angegoogelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gehen wir jetzt so zum Dias und machen noch die Mission beim Dias, weil das liegt noch, denke ich, denen von der Zeit her und sonst wird es halt eine längere Folge werden. Aber langsam kommen jetzt schon ein bisschen so die nicht schwierigeren Missionen, aber ein bisschen die längeren Missionen, das hat man schon gemerkt. So, ich nehme den Töff. Oder was denn da, wenn das Fahrzeug war? Nicht ein Brief da, wie hat der da geheißen früher? Ah, jetzt ist er despawned. Ich weiß nicht, wie das Auto geheißen hat, das war kein Brief da. In GTA 5 heisst er Brief da, aber er heisst, glaube ich, hier anders. Beziehungsweise in GTA San Andreas heisst er eben auch noch anders. Hat er den Dambuggy geheissen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist auch egal. So, jetzt sind wir irgendwo dort drüber. Jetzt kann ich auch so Wheelie machen, oder? Oh! Und auf die Fresse fliegen. Oh mein Gott, das hat mir sehr viel Leben abgezogen. Aber sind wir schon einmal gestorben? Ich glaube schon, oder? Verhaftet sind wir einmal schon, aber gestorben? Das ist nicht einmal mehr. Jetzt kann ich so vorher drücken, dann sind wir auch wieder ein bisschen schneller unterwegs, glaube ich. Jetzt sind wir so tippen, dann macht es halt ein bisschen Lärm. So, dann gehen wir da mal zum Dias. Verdammte Hütte, Alter, ich fliege schon wieder fressen, Alter. Jetzt haben wir nur noch 64 HP. Aber da ist voll seine Gang. Seine Armee, die er da hat. Wir gehen da mal besuchen, wir sagen ihm mal Hoi. Chop your head off! Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me. I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Optimistisch da, der Tommy. Ja, wir müssen jetzt wieder. Was schaut? Begib dich zum Haus des Diebes, okay. Dort ist noch etwas im Büschlein gewesen. Ist das Leben zum Auffüllen? Nein, was ist das für eine Pille, Mann? Ah, ja, stimmt, das ist die Slow Motion, hä? Wieso auch immer, dass es das geht? Mach ich dann wahrscheinlich mehr Damage, oder denn? Können sie so Wheelie machen. Gibt es auch Monster Stand? Ah, der fahren wir um die Kurve da. Radio wechseln da, ey. Scheiße, Musik am Laufen, Mann.
Wheelie! Im Dörf drift ist mir im Kurve, ey. Schon schlimm. Wow! Hoppala! Ich muss Leben haben. Fahren wir noch an einem Hospital vorbei oder so. Wow! Alter Schwede, wie der eingelenkt hat plötzlich. Wow! Nein! Oh mein Gott! Alter, ich war da gewesen. Ah, du kannst sicher Essen kaufen. Und dann nachher kannst du das Leben auffüllen, oder? Also vielleicht nicht mit der Motorsage reinlatschen. Nice. Okay, das geht. Wurde geil, das sind einfach offene Geschäfte gewesen, wo ich dein Leben auffüllen ja. Es ist zwar keine Animation gekommen, dass du etwas gegessen hast, aber es ist eigentlich nice gemacht, so offene Geschäfte. Oh, der Fahrer ist echt eine Last, ey. Dort habe ich noch etwas gesehen. Drei, ja? Eine Sekunde. Was ist das? Ah, ein Bierli, Alter, Mann. Wegen dem habe ich jetzt umgekehrt. Ich merke, das ist wieder so ein Päckchen vielleicht. Gut, alle Päckchen werden wir eh noch nicht holen können, weil das Problem ist, dass wir ja hier noch eh im Ding sind. Schau durch das Fenster. Das Problem ist eben, dass wir eh noch auf der ersten Insel sind. Ich darf ihn nicht erledigen, hä? Oder darf ich ihn erledigen? Nicht, oder? Ich weiß gar nicht, muss ich ihn erledigen oder nicht? Holy shit. Schnell. Ich glaube, ich muss uns folgen. Okay, wir müssen ihm nur folgen. Oh, schon Schmier. Oh, er hat mich killed vorher. Ich fahre extra geschossen auf die Schlangenlinie. In der Hoffnung, er trifft mich schlechter. Oh, der Wichser! Oh Mann, ey, er schießt mir einfach ein Blatt. So und siehe. Muss ich noch umbringen? Ich weiß nicht, ob ich ihn umbringen muss. Jetzt wirklich, ich weiß nicht. Vorher ist gestanden, aber folge ihm. Und irgendetwas. Kann ich nicht mehr schiessen, weil ich keine Munition mehr habe für mein MP. So, ich schaue die Tal rein. Wegen keine Platte. Die Musik, Mann. Hä? Oh, gehen wir jetzt auf die andere Seite über von der Stadt? Wo sind wir jetzt da? Ah, jetzt gehen wir da rüber. Ist die jetzt die auch frei? Ich hab gemeint, ich die Säge zu gewesen wegen... Ah ja, die ist schon gespürt davon, eben wegen Hurricane und so. Nicht gemeint. Ah, du... Son of a bitch. Hä? Mission erfüllt? Ah, easy, ciao! What the fuck? Hä? Also, hä? Jetzt haben sie es gar nicht gecheckt gerade, aber egal. We did it. Kann man da Häuser kaufen? Wie viel kostet... Scheiße, wie viel kostet das Haus? Zurzeit kannst du das Filmstudio nicht kaufen. Ah, okay, das ist das Filmstudio. Ah, okay. Ah, steht sogar dort oben. Ja gut, aber da würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge von GTA Vice City. Wenn es euch gefallen, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns einfach immer einen anderen Teil wieder. Bis dann, sagen wir mal, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.